was tun, dass sie wieder Christen werden. Und das ist so, so kompliziert. Jetzt ist weniger Probleme. Ach, schau an. Die Linksfraktion. Thank you.
auf Nazi-Propaganda es gibt kein Recht, auf Nazi-Propaganda es gibt kein Recht, auf Nazi-Propaganda es gibt kein Recht, auf Nazi-Propaganda. Diese Leute da sind Meinungsfaschisten. Sie versuchen, andere Meinungen bunter zu machen und niederzuplärren. Freunde, wir sind Kämpfer gegen jede totalitäre Ideologie. Wir sind aufrechte Demokraten und Patrioten. Wir sind gegen den Nationalsozialismus, der 65 Millionen Opfer zu verantworten hat, inklusive der Weltkriegstoten. Wir sind entschiedene Gegner des Kommunismus, der 100 Millionen Tote zu verantworten hat. Und wir sind Gegner des politischen Islams, der einer faschistischen Ideologie die 270 Millionen Tote zu verantworten. So. Und jetzt sagen wir es euch ganz eindringlich. Wenn ihr Kommunisten seid, dann verehrt ihr Massenmörder. Ich sag's euch. Ja. Josef Stalin, ja? Wir kennen ihn alle. Also wird dir jetzt das Megafon weggenommen oder müssen wir jetzt noch eine Stunde anhören? Ich sage es jetzt nochmal. Ansonsten ist die Strafverhältnis im Amt. Der Einsatzleiter der Polizei hat uns versprochen, dass wenn hier eine spontane Gegendemonstration stattfinden wird, dass diese entfernt und in diese Richtung verschoben wird. Aber auch dieses Versprechen da wünschen wir jetzt, dass es umgesetzt wird. Fanatikern überlassen werden. Leute, und das sind ihre geistigen Brüder. Josef Stalin, der 20 Millionen Menschen in Gulag umbringen ließ. Ein größerer Massenmörder als Hitler. Er hat gesagt, der Tod eines Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen nur eine Statistik. Der nächste kommunistische Massenmörder, Mao Zedong, das sind deren Idole. Das sind Antidemokraten und Meinungsfaschisten. Und wir wollen, dass in Deutschland wieder Recht und Gesetz Einzug hält. Dass den widerrechtlichen Stören einer Versammlung das Handwerk gelegt wird. Aber wir erleben es jetzt seit 10 Minuten, dass diese Dame da mit der Mütze ungehindert hier rumschreien darf mit ihrem Megafon. Das ist widerrechtlich. Unsere dritte Aufforderung an die polizeiliche Einsatzleitung. Nehmen Sie dieser Schreierin das Megafon. Und ein kleiner Hinweis. Es gibt auch in Deutschland die Paragrafen Strafvereitelung im Amt und Kündigung von Straftaten. Wir weisen nur mal darauf hin. Und wir sind willens, das auch durchzusetzen. Wenn die polizeiliche Einsatzleitung hier kein Interesse hat, dieser Straftat, dieser Dame. Alerta! Wieso zeigen Sie es noch keinen Moslems, was Sie vorhin gezeigt haben? Es ist doch eine gegen Islam. Wieso zeigen Sie das hier? Das hat nichts mit Islam zu tun, das dürfen wir nicht sein. Das ist eine islamische Kundgebung. Das ist, hat nichts mit islamischer Kundgebung zu tun. Lass Rassisten nicht den Ruhm schreien! Stimmt zu! Lass Rassisten nicht den Ruhm schreien! Stimmt zu! Lass Rassisten nicht den Ruhm schreien! Stimmt zu! Lass Rassisten nicht den Ruhm schreien! Sei ruhig, zeig dir mal in Hand, sei ruhig. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen!
Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Liebe Stuttgarter, Sie erleben hier einen Rechtsbruch dieser Gegendemonstranten. Sie benutzen widerrechtlich ein Megafon, obwohl Sie keine angemeldete Versammlung hier praktizieren. Sie verstoßen gegen das Versammlungsgesetz. Und wir erwarten von der Polizei, dass sie das jetzt umgehend unterbindet. Ansonsten werden wir Strafanzeige nach Paragraf 258 aber eine Strafhaltung im Amt. Schon wieder. Wir erwarten, dass das jetzt umgesetzt wird. Wir haben eine angemeldete Versammlung. Wir haben das Recht, unsere Kundgebung hier ungestört bis 18 Uhr durchzuführen. Und diese linksradikalen Schreihälse da, die nur das Ziel haben, uns zu stören, nur zu diffamieren. Ja, ich kann nur eins sagen, wer uns als Nazis und Faschisten diffamiert, ist entweder angesichts der Faktenlage ein kompletter Vollidiot oder ein bösartiger Linksradikal. Halt auf! Da, hier! Danke für die Polizei, dass Sie endlich mal das sind Sie schuld! Und das sind Sie schuld! Sehen Sie, was Sie machen! Das ist Demokratie! Das ist Demokratie! Das ist richtig so! Das ist was Sie machen! Der hat uns eingegriffen! Ja, normalerweise bestraft wird. Das ist ein Rechtsstaat, nicht wahr? So. 1, 2, 3! Danke, Polizei! 1, 2, 3! Danke, Polizei! So, Freunde, und wir sagen jetzt mal eins. Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Wir sorgen, dass Rechtengesetz auch durchgesetzt wird. Und wisst ihr was, Freunde? Diese Antifa, diese Linksextremisten, die haben die Polizei als persönliche Feinde. Die sagen immer wieder, ich sehe die All Cops am besten. Alle Polizisten, Postagern, die haben kein Recht auf Antifa und Paganja. Die rufen kein Recht auf Antifa und Paganja. Wir wissen es, dass diese Menschen die Polizei leisten. Und wir sind froh, dass die Polizei jetzt hier Rechtengesetz durchgesetzt hat. Und Freunde.
Ja, da brauchst du nicht einen Mittelfinger ausstellen. Ja, Leute, also wir sagen es auch den Linken immer wieder. Wobei es bei denen schwierig ist, ja, sich mit denen zu unterhalten. Ist schwierig, ja, fast unmöglich. Aber wir sagen es ihnen immer wieder. Schaut auf die Geschichte. Schaut auf eure linken Brüder und Schwestern, die im Iran einen Pakt mit dem Islam geschlossen haben, damals, um den Schah zu beseitigen. Kaum war der Islam an der Macht, hat er den Linken die Bauwerke aufgehängt, ja, weil linke Atheisten sind Todfeinde im Islam. Ihr Linken, lernt aus der Geschichte. Und wir sagen euch, der politische Islam bedroht euch ganz genauso wie alle anderen Nicht-Moslems. Er ist gegen die Werte, für die ihr noch mal eintretet, oder? Schutz von Homosexuellen und Minderheiten, Schutz von Juden, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gleichwertigkeit aller Menschen. All das wird vom politischen Islam mit Füßen getreten. Erkennt das! Ihr demonstriert hier gegen die Falschen! Wir sind Antifaschisten! Wir sind Antinazis! Indem ihr uns anklärt, ja, geht ihr auf die Falschen los! Ihr solltet vor die nächste Moschee gehen, ja, und rufen Antifaschismus! Da wärt ihr an der richtigen Adresse! Und ihr habt genügend Moscheen in Stuttgart und Umgebung. Da hört man von euch aber nichts. Ja? Da ist Schweigen im Walde. Bei der Frauenunterdrückung des politischen Islams hört man von euch nichts. Ja? Ihr ganzen Aktivisten, ihr seid Heuchler, wenn ihr euch nicht gegen den politischen Islam einsetzt. Ja? Er bedroht uns alle, die gesamte Gesellschaft, auch übrigens die modern eingestellten Moslems, die auch hier gerne leben, und zwar gerne in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, wo nicht der Kopftuchzwang ist, ja? Wo man eben frei leben kann. Und wir wollen, dass es auch so bleibt. Aber wenn der politische Islam erstmal an der Macht ist, wenn die Scharia als Gesetz hier eingeführt ist, ja, dann werdet ihr euch wundern, dann werdet ihr dieses Land nicht mehr wiedererkennen. Aber manche von den Linksextremisten freuen sich vielleicht auf die islamische Diktatur, ja, nämlich ähnliche faschistische Interessen. Das kann die vielleicht zusammenführen. Genauso wie die Nazis damals mit dem Islam paktiert haben und auch, ne, die DDR schön mit der PLO zusammengearbeitet haben. Mit den islamischen Terrorbanden. Leute, ja, wenn ihr euch als Feinde des demokratischen Rechtsstaats erweist, dann werden Zeiten anbrechen, das sagen wir euch. Ja. Da wird euch die Luft sehr dünn werden, denn wir werden auch Regierungen haben, die sich einsetzen, kompromisslos, für den Erhalt von Demokratie und Rechtsstaat. Und da werden Demokratiefeinde, die ihr es offensichtlich seid, werden dann noch mehr in die Schranken gewiesen werden. Noch haben wir ein Wohlwollen von den Linken, die überall sitzen, ja? Die euch mit 100 Millionen Euro im Jahr pampern in diesem wahnsinnigen Kampf gegen Rechts, der missbraucht wird, um Patrioten, ja, wie die AfD und Pegida, ne, als Extremisten zu diffamieren und da bekämpft zu werden. Leute, der Kampf gegen Rechts müsste umbenannt werden in Kampf gegen Extremismus. Und da müssten alle Extremisten bekämpft werden. Die Linksextremisten, die Nationalsozialisten und die Islamfaschisten. Bitte? Bitte? Du schimmelst mit der anderen Flagge! Mit der Israel-Flagge. Haben Sie was gegen die Israel-Flagge? Ein demokratischer, freier Staat inmitten von islamischen Diktaturen. Wir stehen solidarisch an der Seite mit Israel. Und wir stehen solidarisch an der Seite der Juden bei uns in Deutschland. Die erneut wieder bedroht werden, die sind damals im Nationalsozialismus. Doch diesmal sind es fundamental eingestellte Moslems, die einen Pass auf Juden haben, korankonform, wo drinsteht, Juden sind von Allah verflucht, Juden sind wie Affen und Schweine, Juden sind die schlechtesten Geschöpfe. Leute, und deswegen werden Juden immer öfter attackiert in Deutschland. Das kriegt ihr alle mit. Ja? Es wird auch in den Medien berichtet. Ein rasch wachsender Antisemitismus. Es wird aber nie gesagt, von wem es ausgeht. Es geht hauptsächlich von fundamental eingestellten Moslems aus. Die Juden hassen wie die Pest.
Leute, genauso wie sie vom Gazastreifen aus voller Wut und Zorn Israel vernichten wollen. Leute, wir waren schon öfters in Israel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Ein freies Land. Ein freies Land mit Menschen, die dort demokratisch zusammenleben können. Übrigens, 15% der Bevölkerung in Israel sind Moslems, die leben gern da. Die wollen gar nicht weg. Weil der Staat funktioniert, ja, eine blendende Wirtschaft, kann man gute Jobs haben, kann man gut leben. Auch in der Regierung, im Parlament sind viele Moslems. Ja? Das ist ein demokratischer. Mensch, was machst du mit deinem Mittelfinger? Ne? Stecken dir wieder dahin, wo er rausgekommen ist. Ja? Hör auf zu beleidigen, lern zu diskutieren. Es könnte jeder von euch herkommen und mit uns diskutieren. Fangt doch mal an, Argumente und Fakten auszutauschen, anstatt nur zu stören und zu beleidigen. Aber ich glaube, ihr habt keine Argumente. Wer schreit, wer lärmt, wer stört, zeigt seine geistige Ohnmacht und seine Unfähigkeit, sich einer faktischen Diskussion zu stellen da drüben. Was ist denn? Ja, ein Teil war, wenn Sie das schaffen, die weiter runter zu schieben, dass du die Linken nicht mehr so sichtbar bist auf der Kiste. Das war ein Wunsch von den Einsatzleitern. Ja. Ich würde auch, dass die uns jetzt nicht so ein Bild haben. Ja. Gestern haben wir einen Moment in Karlsruhe, wo wir kurz eine kleine Pause gemacht haben. Das ist dann deutlich runtergekocht. Die wollen die dann nämlich auch langsam runtertippeln. Die wollen die immer weiter runtertippeln. Ja. Aber Leute, jetzt nachdem es ruhig geworden ist, wir sind nicht eure Gegner. Die Diskussion, die wir heute führen, ist völlig unabhängig, ob jemand sich eher politisch links fühlt, politisch Mitte, politisch rechts, egal welchem Glauben er angehört. Es ist eine Diskussion über gefährliche Bestandteile einer Ideologie, die in ihrem Wesenskern totalitär und faschistisch ist. Und ihr müsst doch auch eintreten für die Rechte von muslimischen Frauen, dass sie sich einen Partner wählen können, den sie gerne aus Liebe heiraten wollen. Das geht aber im Islam nicht. Eine muslimische Frau muss einen muslimischen Mann heiraten. Das ist vorgeschrieben. Das ist totalitär. Das ist gegen den freien Willen, die freie Entscheidung. Da müsstet ihr doch auch dagegen sein. Lasst uns die muslimischen Frauen befreien von diesen Fesseln. Auch von dieser Vorgabe, ein Kopftuch tragen zu müssen. Das ist doch etwas, was keine Frau gerne macht. Jede Frau